Und wir haben hier auf der ProLeiten Sound dieses Jahr die neue V-Serie am Start. Was ist das? Ein mittleres Linearray, das sich direkt unter die berühmte J-Serie drunter anpasst. Wir haben von der Q-Serie die Effizienz rausgenommen und die Skalierbarkeit und den Klang, die Mitten und die Abschallcharakteristik von der J-Serie in das System gebaut. Die V8-Top-Teile gibt es in zwei Versionen. Die V8 mit 80 Grad horizontal Abschallverhalten und die V12 mit 120 Grad Abschallverhalten. Was ist dran Besonderes? Wir haben das komplett aufgebaut als Dreiweg-passives System. Ein Doppel 10 Zoll Bandpässe für den Tieftonbereich. Wir haben reingebaut ein Mittenhorn, das von einem 8-Zoll Lautsprecher angetrieben ist, das zentralkoaxial in der Mitte hängt. Und da davor hängen zwei 1,4-Zoll Treiber, die einen maximalen vertikalen Splay von 14 Grad für das System erlauben. Es passt sich klanglich zu der J-Serie dazu, alles über 90 Hertz ist klanglich kompatibel mit der J-Serie, halt von der Ausgangsleistung etwas weniger ist klar. Aber es ist im Prinzip der Partner, die kleine J oder ein Standalone-System. Das Rigging haben wir uns abgeschaut von der J-Serie, das ist seit 6 Jahren auf dem Markt, ist ein Standard-Rigging an allen Tourneesystemen beteiligt. Vorne frontlangs das 3-Punkt-Rigging, hinten mit den Haken haben wir weiterhin genommen mit dem Flugrahmen. Zum Tieftonbereich haben wir was Besonderes gemacht. Wir haben ja das Patent von den passiv-kardioiden Subwoofern bei D&B. Da gibt es die B4, die haben wir vor 2 Jahren gelauncht. Das haben wir jetzt etwas ausgebaut und den V-Sub gebaut. Das ist ein 18 Zoller in der Front und hinten drin ist ein spezieller 12 Zoller, der diese passiv-kardioide Geschichte macht, der hier an der Seite eingebaut ist und von der gesamten Leistungsklasse halt nur mal eine ganze Ecke über der B4 hängt und in einem 2:1 Verhältnis mit der V-Serie als passiv-kardioider Subwoofer läuft. Also ein Kanal, zwei Subwoofer, ein Verstärkerkanal, zwei Top-Teile mit drauf. Das ist, wie gesagt, diese Effizienz, die wir von der zum Beispiel in der Q-Serie her kennen. Klanglich habe ich schon mal beschrieben, passt das jetzt einfach perfekt auch zur J-Serie als Outfill zum Beispiel oder als Delay mit rein. Alles unter 80 Hertz wird eh meistens von den Subwoofern gemacht. Wir haben natürlich klar das so designt, dass die höchste Empfindlichkeit des Systems oberhalb von 90 Hertz liegt.